Hallo meine Maxel-Freunde, diesmal habe ich ein besonderes Bonbon für euch. Ein Bonbon, das glaube ich noch nie gelutscht wurde, deshalb besonders gut schmecken könnte. Es geht um die China Duty Free Group, China Tourism Duty Free Group, glaube ich, oder China Tourism Group Duty Free. So heißt die eigentlich, China Tourism Group Duty Free. Und wahrscheinlich hat die noch keiner von euch gehört, die hätte ich auch erst, um ehrlich zu sein, erst vor einer Woche auf dem Schirm, und ich bin so fasziniert gewesen von dem Ding, dass ich die Aktie analysiert habe und danach gleich gekauft habe und ich mir gesagt habe, das Ding muss ich euch vorstellen. Mein Name ist Thorsten Tietz und ich bin vom Aktienfinder, und den Aktienfinder werden wir auch gleich sehen. Und worum es hier geht, ist ein Weltmarktführer mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 64 Milliarden Euro, also ich glaube größer als BASF beispielsweise, mit einem Marktanteil von 92% im Boommarkt China mit Wachstumsraten von über 20% jährlich. Die haben das Kunststück fertiggebracht, in der Corona-Pandemie zu wachsen, bei Duty-Free-Shopping, wo es darum geht, Reisenden was zu verkaufen. Und also teilweise schon fast zu schön, um wahr zu sein. Ich habe da auch ein bisschen gegraben, wie das sein konnte. Erkläre ich euch dann alles. Und wie ich schon sagte, ich habe mir dann die Aktie auch ins Depot gelegt. Wir machen das jetzt alles durch, inklusive Bewertung. So, das Ganze gibt es auch als Aktienanalyse. Hier ist schon das Cover von der Aktienanalyse. Sie ist relativ umfangreich geworden mit über 2.500 Wörtern, glaube ich. Und dann fangen wir mal an. Worum es geht hier, ist der Markt Duty Free, beziehungsweise man verkauft Waren an Reisende. Und es ist allgemein Wachstumsmarkt. Wir haben jetzt eine ganz heftige Delle gehabt durch das Corona-Jahr 2020, auch in 2021, siehst du hier, sind die Umsätze eingebrochen, ist aber noch Schätzung von Frost und Sullivan. Ich habe mich übrigens sehr stark an einem Börsenprospekt bedient, Börsenprospekt in Hongkong, weil die China Duty Free, wir nennen es jetzt mal so abgekürzt, in Hongkong auch an die Börse gehen möchte. Die sind momentan nur in Shanghai gelistet. Und das wird der größte IPO, wenn es klappt, oder Börsengang des Jahres an der Hongkonger Börse. Und ich gehe dann davon aus, dass, wenn das alles klappt, China Duty Free auch mehr im Rampenlicht stehen wird. Das kann auch noch gegebenenfalls auch nochmal zu mehr Nachfrage führen. Momentan hat die Aktie aus meiner Sicht keiner auf dem Schirm. Also jedenfalls nicht hierzulande. Ich habe auch geguckt bei Seeking Alpha, da gibt es nicht eine einzige Analyse beispielsweise. Und deshalb, wie gesagt, ich glaube, das ist ein Bonbon, was noch nicht gelutscht wurde. Wir haben hier also Wachstumsraten gehabt, 2016, 2019 von 14% im Jahr, sollen, nachdem Corona vorbei ist, Wachstumsraten haben, global von um die 12%. Wir sprechen jetzt aber eigentlich über China, und das ist global. In China kann man die Zahlen mal 2 nehmen. Wir werden dann Wachstum, ein geschätztes Wachstum haben beim Duty-Free-Shopping von ungefähr 20% plus im Jahr. Und 92% Marktanteil hat China Duty Free. 92% Marktanteil, die sind auch die einzigen mit einer nationalen Lizenz. Alle Wettbewerber haben nur regionale Lizenzen. So, wo erziehen die Kollegen ihre Umsätze? Das machen die hier an Flughäfen. Man kennt es ja schon vom Duty Free Shopping. Das wäre das hier. An anderen Häfen oder Bahnhöfen, Busbahnhöfen beispielsweise auch, wenn die halt irgendwo grenznah sind. Da haben die dann auch ihre Shops. Und die haben noch richtige Einkaufszentren in Städten. Das sind auch richtige Einkaufszentren. Die nennen das dann so irgendwie Integrated Shopping Centers. Da gibt es dann auch, da betreiben sie dann auch Restaurants, Hotels, Unterhaltung. Dann wahrscheinlich haben sie nicht näher spezifiziert. Ich nehme mal an, das sind dann Kinos oder Fitnessstudios, so wie man es halt auch aus den westlichen großen Einkaufszentren kennt. Und interessant sind dann auch diese Offshore Duty Free Stores. Das ist was Neues, und zwar wird der Duty-Free-Markt in China, der wurde in den Anfang der 80er Jahre erlaubt, letztes Jahrhundert, letztes Jahrtausend sogar, und der wird immer mehr gelockert. Also wir haben ja den Eindruck hier im Westen, dass der chinesische Staat immer mehr reguliert und immer mehr eingreift. Hier ist es genau umgekehrt. Hier ist er immer liberaler unterwegs, was gut ist, weil der Gesamtmarkt wächst. So wurde beispielsweise auch die Freigrenze oder die Grenze, für wie viele Reisende Duty-Free, also zollfrei shoppen können, beträchtlich erhöht. Mittlerweile sind es über 13.000 Euro, für die man dann shoppen kann. Vorher war das viel, viel weniger. Und es wurden auch inländische Duty-Free-Einkäufe
erlaubt im Jahr 2011. Es gibt so Sonderzonen wie hier in Hainan. Hainan ist für die Chinesen das, was Mallorca für die Deutschen ist. Also quasi so ein Anhängsel. Und da kann man dann wunderbar shoppen gehen, und zwar zollfrei shoppen. Das sind inländische Reisen. Dadurch, dass inländisches Duty-Free-Shopping erlaubt wurde, das hat auch Corona, den Corona-Einbruch gedämpft in China, weil China hat da relativ rigoros reagiert auf die Corona-Pandemie. Die haben ja ganze Blöcke, ganze Städte, ganze Regionen abgeriegelt. Und das hat da dadurch die Verbreitung halbwegs in den Griff bekommen. Und inländische Reisen sind dadurch möglich geworden, auch während dann im Ausland die Corona-Pandemie noch stärker gewütet hat, teilweise immer noch wütet. Und dieses inländische Shoppen hat dann auch Duty-Free-Abverkäufe ermöglicht. Ich habe hier zum Beispiel, das ist in Hainan, das ist so ein Flagship-Store, eins von diesen einer von diesen Offshore-Stores, wo man eben Duty-Free einkaufen kann. Gucken wir mal kurz auf die Kennzahlen nochmal. Das ist hier die China Tourism Group hier oben. Also China Tourism, damit das andere weggeht hier. Und die Wachstumsraten sind also schon beeindruckend. Gewinnwachstum auf die letzten 5 Jahre im Schnitt, nicht auf die 5 Jahre, 48%, auf 10 Jahre immer noch 32. Cashflow ein bisschen niedriger, auf 10 Jahre 24%, auf 5 Jahre 21%. Umsatz, Wachstum auf die letzten 5 Jahre 29% jährlich, auf die letzten 10 Jahre 19,5% Pi mal Daumen. Wir haben ein Dividendenwachstum, das stärker ist als zum Beispiel bei Tencent. Also wenn wir uns mal Tencent angucken, und dann gehen wir hier mal in den Dividendenbenchmark rein, da sieht man, dass Tencent die Dividende so richtig dynamisch steigert hier. Wenn wir hier dann China Tourism Group drüberlegen als Benchmark, dann siehst du, dass China Tourism Group Tencent hier deklassiert, und die haben sogar eine höhere Anfangsdividende. Tencent hat eine Dividende von 0,35 und China Tourism Group Duty Free jetzt nicht wesentlich höher, aber 0,4 immerhin. Also wegen der Dividende kauft man das aber nicht, aber das sind schon Wachstumsraten, die sind schon sehr beeindruckend. Und was sehr beeindruckend und aber auch erklärungsbedürftig ist, das ist, wie China Tourism, wir nennen es einfach China Duty Free, es geschafft hat, hier im Corona-Jahr 2020 einen Umsatz von 48 auf 52,6 Milliarden Renminbi zu erhöhen, während überall, zum Beispiel bei Dufry, die Umsätze eingebrochen sind. Dufry aus der Schweiz war die alte Nummer 1, die neue Nummer 1 ist China Duty Free. Bei Dufry sind die Umsätze von irgendwas 8, noch was Milliarden Schweizer Franken auf 2, noch was Milliarden Schweizer Franken regelrecht eingebrochen, mehr als halbiert. Und hier die Kollegen aus China haben neue Umsatzrekorde erzielt. Wie ist das möglich gewesen? Ich habe mich damit natürlich beschäftigt, weil ich das wissen wollte. Und hier sieht man das auch. Das ist die erste Erklärung. Wir haben hier die Umsätze von 2018, 2019 auf 2020 aufgeteilt in zollfrei und hier zollpflichtig. Und man sieht, dass zollpflichtig immer unter ferner Liefen lief. 2018, 2019 3%, 2,4%. Der ganze Rest war duty-free. Und plötzlich im Jahr 2020 sind die Umsätze explodiert, die zollpflichtigen Umsätze sind explodiert. Duty-free ist eingebrochen von 46 auf 32 Milliarden Renminbi. Und das wurde aber ausgeglichen durch die zollpflichtigen Umsätze, sodass insgesamt von 47,6 auf 52,1 Milliarden, hier unten sehen wir es, von 48 auf 52,6 Milliarden Renminbi die Umsätze gestiegen sind. Das ist genau das, was wir hier sehen, von 48 auf 52,6. Und wie hat man es jetzt geschafft, hier plötzlich die zollpflichtigen Umsätze nach oben zu katapultieren? Das Management hat es hier beantwortet, ich habe es auf Deutsch übersetzt. Die schreiben, in den Jahren 2018 und 2019 konzentrieren sich unsere Umsätze stark auf unsere Duty-Free-Verkäufe. Haben wir gesehen, das erwartet man auch. Heißt ja auch China Duty Free, wir nennen es so. Im Jahr 2020 stiegen jedoch unsere Offshore-Verkäufe in Hainan sowie unsere Online-Verkäufe im Vergleich zu den Vorjahren deutlich, was zu einem Anstieg unserer zollpflichtigen Verkäufe führte. Also, ich übersetze es mal frei, ich interpretiere das mal auch ein bisschen frei.
Als das Management erkannt hat, dass die Umsätze Corona-bedingt einbrechen, sind sie hingegangen und haben die zollfreien Waren als zollpflichtig deklariert, haben die Preise aber nicht oder nur unwesentlich erhöht, haben dadurch ermöglicht, dass in diesen Shopping-Centern, in diesen Offshore-Shopping-Centern, die ganzen Touristen und die Einheimischen zu ungefähr den gleichen Preisen kaufen konnten. Die haben das wahrgenommen, haben dann die Läden gestürmt und haben dann eben entsprechend zu diesem Umsatzboost geführt, der dann insgesamt die Umsätze sogar noch nach oben leicht getrieben hat. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass die Margen nach unten gegangen sind. Hier sieht man das, hier sieht man die Bruttomarge, Gross Margin, und man sieht, dass die, ja, mal wieder Duty Free und Duty Paid, also zollfreie, zollpflichtig, und die Margen bei Duty Free sind immer deutlich höher als die bei dem Duty Paid. Und hier haben wir 2020 und man sieht, dass die Margen erstmal bei Duty Free eingebrochen sind um knapp 10%. Und man sieht, dass bei Duty Paid die Margen konstant geblieben sind, jedenfalls im Vergleich zu 2019, aber die sind niedriger. Hier waren sie 20% und hier noch immer knapp 10% niedriger als von Duty Free. Das heißt, man hat dann Umsätze generiert, die Umsatzverluste kompensiert durch zu verzollende Umsätze, aber die sind halt margenschwächer. Und das sieht man auch im Aktienfinder. Man sieht hier die Bruttomarge, also die Grossmargin, wie sie ganz deutlich sinkt im Corona-Jahr 2020. Interessant ist jetzt aber Folgendes. Im Aktienfinder sieht man auch, dass die operative Marge steigt, während die Bruttomarge sinkt. Also auch das ist erklärungsbedürftig. Habe ich mir auch mal angeschaut, woher das kommt. Und auch da gibt es eine Erklärung im Börsenprospekt. Und zwar, wenn man auf die operativen Ausgaben schaut, die dann auch für die Berechnung der operativen Marge eine Rolle spielen, sieht man, dass die Kosten gesunken sind von 2019 auf 2020 von 16,3 auf 9,7 Milliarden Renminbi. Und zwar in erster Linie wegen den Mietausgaben. Die sind von 12,1 auf 5,4 Milliarden, haben sich mehr als halbiert, die Mietausgaben. Habe ich dann auch geschaut, woran das liegt. Das Management hat es auch erklärt. Und zwar haben wir hier keinen Immobilienentwickler vor uns, sondern wir haben sowas ähnliches. Nee, es ist kein REIT. Es ist kein REIT. REIT wäre ja Immobilienentwickler. Also die mieten halt einfach die Verkaufsfläche zum größten Teil. Und Teil dieser Miete ist variabel und hängt ab von Größen wie Anzahl der Laufkundschaft und Umsätze. Und die sind natürlich eingebrochen. Die sind eingebrochen in erster Linie hier. Wo haben wir es? Bei den, an den Flughäfen, an den Bahnhöfen, Busbahnhöfen, da sind sie eingebrochen. Das sind ja die meisten Shops, die sie haben. Und relativ wenige haben sie ja noch diese großen Einkaufszentren. Und hier haben sie tatsächlich Umsatzverluste erlitten. Und dadurch sind aber auch die Mieten ganz stark nach unten gegangen. Und rausgeholt haben sie ja die Umsätze in erster Linie in diesen Offshore-Duty-Free-Stores und auch online tatsächlich. Also man konnte dann, das ist aber eine Vermutung, das habe ich so nicht gefunden. Ich vermute, man konnte dann zollpflichtige Waren, also ganz normale Waren sozusagen, auch übers Online kaufen. Und damit hat man natürlich keine Miete. Und bei diesen Offshore-Duty-Free-Stores, da wurden halt die großen Umsätze generiert. Und gut, da hat man, wird man dann Miete gezahlt haben, aber da, ganz normal, aber da oben halt entsprechend nicht mehr. Und insofern ist es dann zu erklären, dass die operative Marge noch gestiegen ist, was zu höheren Gewinnen noch geführt hat. Im Corona-Jahr konnte der Gewinn pro Aktie von 1,94 Renminbi auf über 3 Renminbi gesteigert werden, während überall bei der Konkurrenz, insbesondere bei der internationalen Konkurrenz, die Umsätze und Gewinne halt regelrecht eingebrochen sind. Wenn wir schon da sind, gucken wir uns mal die Bilanz an. Die ist total solide. Also wenn man sich mal hier die Schulden anschaut, die könnten also bezahlt werden aus der Portokasse gleich mehrfach über die liquiden Mittel des Unternehmens. Wir haben ein ganz bisschen Goodwill hier, aber eher unwesentlich. Und wenn dann der Börsengang geschätzte 7 bis 8 Milliarden US-Dollar nochmal einspielen sollte an der Börse Hongkong, dann haben die noch mehr liquide Mittel. Was wollen sie damit machen? Das Wachstum anheizen, einmal inländisch, es gibt ja noch andere Sonderwirtschaftszonen oder Sonderzonen, wo man dann auch Duty-Free-Shopping wahrscheinlich machen kann. Machen können wird gegebenenfalls. Das ist zum Beispiel in Macau der Fall. Man will auch wachsen entlang der
neuen Seitenstraße, wo man entweder selbst Duty-Free dann betreiben möchte oder falls es möglich ist, weil ausländische Gesetze das verbieten, da will man so Joint Ventures machen, wie beispielsweise auch Duffy's mit Alibaba macht. Also ich habe ja schon gesagt, die Konkurrenz, die wird stärker werden. Die 92% Marktanteil kann gut sein, dass sie das nicht halten werden können. Aber ich denke, da ist noch genügend Power da, dass sie mit dem Markt noch schön wachsen. Analysten sehen es ja ähnlich. Und Kohle dafür haben sie auch, Erfahrung haben sie auch. Und insofern bin ich ja recht optimistisch. Apropos optimistisch, ich gehe hier noch auf die Risiken. Hier gehe ich noch auf die Risiken ein der Aktie. Es gibt natürlich Risiken durch die neuen Wettbewerber, ganz klar. Es gibt auch Risiken beispielsweise durch Konkurrenz wie Alibaba oder JD.com, der ganz normale quasi Onlinehandel ist ja auch eine Konkurrenz. Darüber hinaus kann es ja sein, dass Corona nochmal ausbricht, was wir nicht hoffen wollen, oder ein anderer Virus, eine andere Infektionskrankheit, die den Reiseverkehr zum Erliegen bringt. Das wäre natürlich auch tendenziell erstmal noch belastend für das Unternehmen. Auch wenn es jetzt einmal gut geklappt hat, heißt es nicht, dass sie ewig solche Kunststücke vollbringen können und die Umsätze in Krisenzeiten steigern können. Und dann haben wir ja noch die typischen oder kleine China-Checkliste, die ich immer abhake, bevor ich ein China-Investment mache. Details dazu hier in dem Artikel China-Aktien. So hast du den Markt im Griff. Yep, wo ist es? So reduzierst du dein China-Risiko. Hier habe ich auch nochmal die Hintergründe erklärt zu den einzelnen Regeln. Das siehst du, alles grün. Die Aktie ist keine ADR, sondern sie ist an einer der drei chinesischen Börsen gelistet, in Shanghai momentan. Bald vermutlich auch in China, wenn es klappt, was ich sehr hoffe. Die Aktie ist keine kleine Klitsche, wo man ein Börsenprospekt druckt und dann da irgendeine Schweinehütte als supermoderne Fabrik verkauft. Die haben eine Marktkapitalisierung, hier habe ich noch geschrieben, von 60,2 Milliarden vor zwei Tagen, jetzt sind es schon 64 Milliarden. Die Aktie hat eine lange Börsenhistorie, sodass Betrügereien tendenziell eher auffallen könnten. Ja, IPO war im Jahr 2009, man sieht hier schon, im Aktienfinder hier die Zeitreihen sind schon etwas länger hier, sind 12 Jahre grün. Deshalb bei mir hat das Unternehmen niedriges Konfliktpotenzial mit der Regierung. Ja, dieses Unternehmen ist regierungsgesteuert. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass sich das jetzt komplett in die falsche Richtung entwickelt hat, sodass die KP irgendwann einschreiten wird, regulierend. Macht das Unternehmen möglichst viel Umsatz in China, sodass Sanktionen nicht dazu führen können, beispielsweise, dass ein Teil der Umsätze einfach mal schnell wegbricht von heute auf morgen. Das sieht man dann auch im Aktienfinder hier. Umsatz nach Region, eines unserer neuen Features, 100%. Ne? Man sieht es auch hier nochmal, 100%. Also alles grün soweit aus meiner Sicht. Jetzt kannst du dich vielleicht fragen, wo die Aktie gehandelt wird. Noch ist sie ja nicht in China, nur in China und da momentan nur in Shanghai. Ich habe die Aktie schon gekauft. Ich konnte sie kaufen bei Lynx Broker. Man kann sie, glaube ich, bei Trade Republic mal geschaut und auch bei Scalable. Also bei den Neo-Brokern kriegst du die nicht. Auch bei der Consorsbank beispielsweise habe ich geguckt, wenn du Duarte Easing eingibst, da kommt auch nichts. Da kannst du sie nicht kaufen. Bei Lynx Broker kannst du sie erwerben. Ich gehe mal davon aus, wenn die in Hongkong gelistet ist, ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dann auch bei der Consorsbank aufpoppt und irgendwann vielleicht auch bei den Neo-Brokern kommen wird. Ja, und dann hier die Frage aller Fragen, ob die Aktie günstig bewertet ist. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar habe ich mir da schon Gedanken gemacht. Die Aktienanalyse steht ja schon. Ich nehme den Bewertungszeitraum ab 2016. Ab da haben wir zweistellige schöne Wachstumsraten von großem Ganzen von 20% plus. Vorher war mal das Wachstum ein bisschen niedriger. Nehme ich den Zeitraum hier. Haben wir ein durchschnittliches KGV von 37. Momentan 46, also du siehst schon, dass es nicht ganz so günstig ist. Du siehst aber auch den starken Anstieg hier, den starken Gewinnanstieg. Im Rahmen nach dem Corona-Crash hat die Aktie dann unmittelbar zugelegt, um knapp 500% gestiegen. Hat jetzt aber wieder, ist jetzt wieder zugekommen, hat korrigiert um ungefähr jetzt 36%, war doch schon mal ein bisschen tiefer gewesen, aber deutlich unter den Höchstkursen. Und man sieht hier, die Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie weiter steigen soll. 8 Analysten hier auf die nächsten Jahre, 5 bis 2023, nur noch einer, 2024. Deshalb ignorieren wir das mal, gehen so zurück und haben hier prognostizierte Wachstumsraten von
Ja, um die 30% plus hier für die Jahre, wo wir noch viele Analysten haben. Also schon ganz ordentlich, mehr als Alibaba, höhere Wachstumsraten prognostiziert als Alibaba oder Tencent beispielsweise, vermutlich auch höhere Wachstumsraten prognostiziert als Amazon. Und dann gucken wir mal, wie ist der faire Wert. Die Dividende blenden wir aus, wegen der Dividende kauft es ja keiner. Fairer Wert, bilanzierter Gewinn. Und dann blenden wir hier oder zoomen mal so ein bisschen rein. Da sieht man das Ganze hier recht schön. Aktuell der faire Wert fürs laufende Geschäftsjahr bei 206 Renminbi. Wir sind ja bei 250 momentan. Haben wir also kurzfristig hier so ein Rückschlagspotenzial von 17%. Aber da ja der Gewinn weiter wachsen soll, weiter steigen soll, steigt auch dann der faire Wert parallel mit an. Und schon im Jahr 2022 hätten wir dann hier einen fairen Wert von über 280, 281 Renminbi, was hieße, aufs Jahr hätte man eine Renditeerwartung von 10,6% oder 13,9% hier absolut an Wertzuwachs. Das meiste davon, wie gesagt, Kursgewinne, ein bisschen was an Dividende. Und dadurch, dass der Gewinn so dynamisch steigen soll, um die Pi mal Daumen für die nächsten Jahre 30%, also schon sehr ordentlich, nähert sich dann auch die Rendite diesen theoretischen 30% immer mehr an. Aufs Jahr, also von 10,6%, wenn wir noch ein Jahr nehmen, steigt das schon auf 19,4%. Und das wäre natürlich schon lecker, wenn das in der Größenordnung tatsächlich dieses Wachstum erreicht wird. Ich habe mir die Aktie ins Depot gelegt letzte Woche. Ich bin für 240 Renminbi hier unten zum Zug gekommen, nicht ganz beim Tiefskurs. Und werde jetzt mal beobachten, wie das da weitergeht. Ich gehe davon aus, dass wenn der Börsengang klappt, dass dann auch die Aktie mehr ins Rampenlicht kommt, dass dann die auch aufgegriffen wird, vielleicht in den ganz normalen, ja, in den ganz normalen Finanzmedien, die es halt so gibt, Aktionär und so weiter. Und dass dann da auch mehr Interesse sein wird, dass die dann auch leichter handelbar ist. Und auch, dass wir dann die ganzen Geschäftsberichte und so weiter auch auf Englisch alle kriegen. Wir haben schon den Börsenprospekt hier, der ist schon auf Englisch. Da habe ich mir noch das meiste rausgezogen an Informationen. Das ist dann natürlich auch noch ein Pluspunkt, wenn man immer schön mitverfolgen kann, wie es im Unternehmen läuft. Gut, das war mein letzter Aktienkauf. Ich hoffe, es war interessant für dich. Bedanke mich fürs Zuschauen und kannst du mal drunter schreiben im Kommentar, ob du die Aktie interessant findest oder nicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.